Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem sogenannten Gelenkbus bei Ladenburg wurden am Freitagabend 5 Personen verletzt, darunter 2 schwer. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg. Laut Polizeibericht war der Bus aus bisher ungeklärten Gründen irrtümlich an der Anschlussstelle Ladenburg auf die A5 aufgefahren. Mit 13 Passagieren an Bord erkannte der 47-jährige Busfahrer seinen Fehler und versuchte, auf der Autobahn zu wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einem PKW. Der Fahrer und die Beifahrerin des Autos erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Von den 13 Fahrgästen im Bus wurden laut Polizei 3 leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an Bus und PKW beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Der betroffene Autobahnabschnitt in Richtung Heidelberg blieb mehrere Stunden lang gesperrt.